Willkommen zum 8 Prokate Qigong, den 8 wertvollen Übungen. Beginne damit, dass du einen angenehmen, aufrechten Stand findest und deine Hände von Moment auf deinen Unterbauch legst, dein unteres Dantian. Frauen haben die rechte Hand unter der linken, Männer die linke unter der rechten. Du schau, wie es für dich stimmig ist. Lass dich hier für den ersten Moment einmal ankommen. Deinen Atem war, wie er sanft und ruhig war. Wir beginnen nun mit der ersten Übung für den dreifachen Erwärmer. Zwei Hände stützen den Himmel. Führe dazu deine Hände entlang der Mittellinie nach oben. Dreh deine Hände auf Brusthöhe, verschränk die Finger ineinander und führe sie Richtung Himmel. Ausatmen, lass deine Hände sinken, geh leicht in die Knie. Einatmen, führe deine Hände nach oben, dreh sie und stütze den Himmel. Strecke dich lang. Ausatmen, führe die Hände Richtung Erde, die Arme nach unten. Tanke neue Energie, atme ein. Stütze Himmel und Erde, gut verwurzelt. Ausatmen, lass die Hände wieder sinken. Wiederhol das in deinem eigenen Atemrhythmus. Einatmen, nach oben. Ausatmen, nach unten. Diese Übung ist besonders gut für den dreifachen Erwärmer. Sie reguliert das Nervensystem und löst Verspannungen in Schultern und im Rücken. Die nächste Übung, den Bogen spannen und auf den Adler ziehen. Komm in einen breiten Reiterstand, kreuze deine Hände voreinander und ziele mit deiner linken Hand, bringe Daumen und Zeigefinger in so eine L-Form. Die rechte Hand spannt den Bogen. Die Arme zur Mitte und wechsle die Seite. Schau dabei deinem Zeigefinger hinterher. Wechsle. Und versuch diese Weite zu finden. Dabei, während du wechselst, leicht in deine Knie. Diese Übung ist ganz besonders gut geeignet, Herz, Lungen und auch die Leber zu stärken. Denn die Leber ist verbunden mit den Augen als Sinnesorgan. Schau deiner Hand hinterher, Blick in die Ferne gerichtet. Deinen Atem frei und entspannt fließen. Wenn du beide Seiten gleich oft geübt hast, wende dich nochmal zur Mitte. Einen Schritt kleiner werden und deine Hände sinken. Senke nun deine linke Hand Richtung Erde und lass deine rechte Hand nach oben Richtung Himmel wandern. Wechsle, dreh deine Arme und richte deine Hände so aus, dass die untere Handfläche nach unten zeigt, die obere Handfläche nach oben den Himmel stützt. Während du wechselst, kannst du, wenn du magst, leicht in die Knie gehen. Diese wundervolle Übung, Himmel und Erde verbinden oder Himmel und Erde stützen oder auch Milz und Magen stärken, wirkt ganz besonders auf Milz und Magen, unsere innere Mitte, sorgt für Balance und Gleichgewicht und stärkt unsere Mitte. Du kannst
Am Wechseln ausatmen und wenn du dich nach oben streckst, lang wirst einatmen. Oder lasse deinen Atem auch einfach ganz natürlich fließen. Senke deine Hände nur nochmal und lege dich nochmal in einen hüftweiten Stand. Dreh nun deinen Kopf langsam zur Seite und bewege nur deine Arme mit, sodass deine Handflächen nach vorne zeigen. Wende dich zur Mitte. Die Hände wieder nach vor deinem Körper zusammen, die Handflächen nach unten. Wiederhole das von Seite zu Seite. Die Übung nennt sich auch die 5 Übel und 7 Leiden hinter sich lassen. Oder auch die weise Eule dreht ihren Kopf, um Müdigkeit loszuwerden. Auch eine wunderbare Übung bei Schulter- und Nackenverspannungen und eine wunderbare Gegenübung gegen unsere Smartphone-Haltung heutzutage. Du kannst dir, wenn du dich zur Seite drehst, ausatmen, während du zur Mitte gehst, einatmen, so die Energie zur Mitte bringen. Du könntest aber auch, wenn es sich für dich besser anfühlt, zur Seite einatmen und zur Mitte ausatmen. Für die nächste Übung finde dich in einen breiten Reiterstand. Stütze deine Hände auf deinen Oberschenkeln ab und dreh dich über dein rechtes Bein. Beug dich nach unten, atme aus, zur linken Seite, komm einatmen nach oben und mit der Ausatmung wechselst du. Einatme nach oben und zur Mitte und mit der Ausatmung beugst du dich erneut und drehst dich wieder. Zur Übung, die Ente wackelt mit dem Schwanz oder auch sich vorn überbeugen, den Kopf und den Schwanz schütteln, um Herzfeuer zu eliminieren. Es ist eine wundervolle Übung, die den Geist klärt, den Geist beruhigt, sehr gut bei Stress und Unruhe wirkt und ja, wirklich mehr Gelassenheit bringen kann. So gleichzeitig auch wunderbar auch auf den Rücken. Nächste Übung, finde dich nochmal zur Mitte, lass den Schritt wieder kleiner werden oder Schulter oder Hüftweit auseinander. Die Übung nennt sich nach vorne beugen, um die Nieren zu stärken. Leg deine Hände in den unteren Rücken und beuge dich mit der Ausatmung nach vorne, streich mit deinen Händen die Beinrückseiten entlang, Blasenmeridian. Und dann nach oben streich die Beininnenseiten und bring deine Arme nach oben, streck sie nach oben aus. Senke dann ausatmen, die Energie nochmal vor deinem Körper nach unten Richtung Erde ab, geleicht in die Knie. Atme ein, tanke Nierenenergie und ausatmen, streiche die Beine hinab. Einatmend, dann nach oben, streck dich nach oben und senke ausatmen, die Energie wieder Richtung Erde ab. Du
brauchst du nicht die Beine ganz zu strecken, sondern kannst auch wirklich in die Knie gehen und geh hier nur so weit nach unten, wie es für dich angenehm ist. Lass dir das nicht, möglichst tief nach unten zu gehen, sondern hier so eine angenehme Streckung in Blasen- und Nierenmeridian zu erreichen. Und gleichzeitig stärkst du mit dieser Übung deine Niere und deine Blase, was auch sehr, sehr gut ist, um deine Stressresistenz zu erhöhen, wirkt auch sehr, sehr gut bei Ängsten und Erschöpfung und wirkt natürlich auch ganz besonders auf den ganzen Rücken, auf die ganze Wirbelsäule. Die nächste Position finde dich in einem breiten Reiterstand. So eine ganz wundervolle Übung. Bring deine Hände zu Fäusten, deine Ellbogen zu deinem Körper und während du ausatmest, gehst du leicht in die Knie, stößt mit der Faust nach vorne und drehst, wenn du nach oben kommst, die Hand, sodass du, wenn du nach vorne gehst, die Finger nach unten zeigen und wenn du zurückkommst, die Finger, die Handfläche nach oben zeigen. Geh auch nur so weit in die Knie, wie das deinen Knien gut tut. Du kannst dir hier vorstellen, dass du bei dieser Übung alle Wut, allen Ärger, der vielleicht noch in dir drin ist, allen Stress, alle Anspannung loslässt. Das ist eine Übung, die ganz besonders gut auf die Leber wirkt. Nennt sich auch mit den Fäusten stoßen und mit den Augen funkeln. Das ist wirklich eine ganz besondere Übung für die Leber, die ja wirkt, wenn du besonders gestresst bist, ärgerlich bist, um so den Frust und den Ärger abzubauen. Das ist auch eine sehr, sehr schöne, kräftigende Übung. Dann wieder zur Mitte zurück, die Füße dichter beieinander, vielleicht hüftweit auseinander. Bring deine Aufmerksamkeit auf deinen Fußballen und ja, strecke dich nach oben auf deine Fußballen. Mit dem Ausatmen senkst du deine Fersen Richtung Erde. Lass dich so ein bisschen plumpsen. Ich aber kontrolliert. Diese Übung hat auch ein ganz lustigen Namen, denn Rücken schütteln, um die 1000 Krankheiten, die 1000 Mühsale abzustreifen. Diese Übung reguliert das Nervensystem und verteilt das Qi, reguliert das Qi im ganzen Körper, regt die Zirkulation nochmal an. Diese Übung mach mal in der Regel 7 Mal, wenn du soweit bist. Lass deine Hände über deine Mitte nach unten sinken und bring deine Hände erneut, deinen Unterbauch, dein unteres Dantian. Spüre hier der Energie, der Wirkung dieser Praxis nochmal nach. Und ich danke dir, dass du dabei warst.
der Praxis der 8 Prokate. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und wir sehen uns bald. Nochmal wieder.